Aber ja. Ich wollte eigentlich noch mal was fragen. Hängt denn die Uhr eigentlich noch in Hamburg? Nee, die Uhr. Nee, und die was ist mit der Hymne? Habt ihr die geändert? Genau, ja. Uhr, also, Uhr nicht mehr. Ich hab eigentlich. Eigentlich ist das mein letztes Wort. Ja, meine lieben Damen und Herren, schönen Good Morning in the Morning, Guys, hat mal ein ganz berühmter YouTuber gesagt, a.k.a. Gurkensohn. Gurkensohn, ja, so heißt er. Good Morning in the Morning, Guys. I hope you have a good day and Nein, guten Abend hier aus Nürnberg. Und wow, was für eine Packung, was für eine Ladung hat der HSV jetzt rausgelassen nach dem zweiten Spieltag. Endlich, würde ich sagen. Das hätte ich sogar am ersten Spieltag erwartet, dass der HSV da Darmstadt wegfegt. Aber sei es drum, jetzt ist es am zweiten Spieltag passiert. Mit 4:0 hat man Nürnberg besiegt. Und das ist schon ein dickes Ausrufezeichen, auch an die Nürnberger, würde ich sagen, dass sie euch jetzt gezeigt haben. Alles klar, ey, mit dem Aufstieg, mit dem Wiederaufstieg, das wird nicht so einfach. Ja, es ist schon ziemlich krass. Also wenn man das überlegt, 4:0. Erste Heimspiel bekommst du 4:0 Klatsche. Ja. Erste Halbzeit, okay, sage ich, geht noch in Ordnung, HSV war besser. Zweite Halbzeit ganz klipp und klar. Ende ging an HSV so, meiner Meinung nach. Was sagt das jetzt über Nürnberg aus, der eventuell solche Spiele wieder erleben wird, wieder einen Rückstand haben wird? Ist es mit der Mannschaft gar nicht möglich, so zurückzukommen? Weil man hat, muss ehrlich sagen, so viele Chancen gab es gar nicht. Es waren ein paar Schüsse da vom Portugiesen, von Nummer 40. Von 90ern, ja, Nummer 40. Aber so viel war jetzt nicht da, was Nürnberg geboten hat. Das Problem ist ganz ehrlich, die Offensive beim Club so hat. Ne? Heute hat die Defensive war auch schlecht gewesen, aber die Offensive war eh schon das Problem in der ersten Liga, was man auch schon letzte Woche im Dresden gesehen hat, aber heute war es ganz klipp und klar, es waren keine Chancen da. Ja. Und das war das Problem, sage ich mal. Ja. Von meiner Meinung nach, es ist in der Offensive, bringt es gar nichts zurzeit und dann noch hinten auch noch. Und wie viele Chancen hat der Club gehabt? Ich glaube, in der ersten Halbzeit waren 2 Chancen gewesen. Ist halt wirklich zu wenig. Halt. Um aufzusteigen, ist es zu wenig. Wie siehst du denn realistisch die Chancen gegen Vereine wie Stuttgart, HSV, jetzt vielleicht auch Hannover, 50. Die gerne oben mitspielen würden? Wie Nürnberg eigentlich, aber so, es klappt nicht ganz, wie man es erwartet. 50-50, ganz ehrlich, du kannst, siehst ja auch selber, der HSV letzte Woche, hat jeder schon gedacht, die steigen sowieso nicht auf. Club hat gewonnen, hat auch ein schlechtes Spiel gemacht. Du kannst es nur nicht sagen jetzt. Es ist der zweite Spieltag, ist noch alles offen. Es kommt noch ein Neuzugang oder 2 Neuzugänge. Man kann es echt nicht sagen. Es ist 50-50. Deswegen bin ich, na klar, 4:0 hört sich jetzt krass natürlich an. Dass man auch noch so untergeht halt mit so individuellen Fehlern, ist schade halt. Aber mehr zu, was du mal sagen halt, ja. Alles klar. Man ist geschockt halt. Mega, Glückwunsch. Dickes Ausrufezeichen. Ich war letztes Mal beim ersten Spieltag in Hamburg und habe gesagt, das hätte eigentlich das erste Spiel sein müssen. Gegen Darmstadt. Und das ist immer wieder der HSV. Er zeigt also am zweiten Spieltag, dass ein 4:0 einen Ex-Bundesligisten raushaut. Ja, ist immer so. Also ich habe auch gesagt, also gegen Darmstadt hatten wir, glaube ich, am Ende eine Torstatistik von 25:9 Torschüssen. Und spielt da gerade so 1-1. Und heute, wo ich gesagt habe, okay, könnte schwierig werden, zeigen sie es 4-0. Und das ist halt immer so. Die kleinen Gegner, das hat man auch letzte Saison gesehen, Pauli 4-0 und danach die kleinen Gegner ging es abwärts. Yeah. Und sowas ist halt unverständlich. Was hat Ihnen zum Beispiel vom ersten Spieltag her anders gefallen, was jetzt geklappt hat? Was hat der Trainer anders gemacht, dass man auf jeden Fall 4-0 Nürnberg rauskicken kann? Ich denke, die Mannschaft für die Geschlossenheit, füreinander gekämpft. In der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit war ein bisschen schlechter, aber trotzdem auch mit Glück die Tore gemacht. Ja, man muss auch sagen, Tore gemacht, aber einige hat man trotzdem auch noch hätte machen müssen. Also Chancenverwertung hätte auch noch besser sein müssen, aber ich glaube, nach einem 4-0 kann man nicht viel sagen. Ja, das können wir so lassen. Ja. Okay, zweiter Spieltag ist jetzt fertig. Denk mal, viel Aussagekraft hat es jetzt nicht, aber trotzdem immerhin Bundesliga ist geschlagen. Ja, zufrieden. Okay, und jetzt geht man auch mit guter Laune nach Hause. Genau. Ja, Digga, vor dem Spiel habe ich dich getroffen. Jetzt stehen wir wieder hier. Aber mit einer sehr, sehr, sehr schlechten Nachricht. Ja, natürlich. Aber du lächelst noch. Ja, was sollst du machen, Alter? War ich 4-0 verloren gegen Hamburg, mein gut zweiter Spieltag. Was willst du da machen, Alter? Ja, was willst du machen? Hat das jetzt schon ein bisschen... Wir haben genauso wie gegen Dresden gespielt, nur Dresden war nicht Hamburg. Das ist einfach das. Hamburg hat einfach viel besser gespielt wie Dresden. Und mit so einer Leistung musst du in der zweiten Liga einfach mehr bringen. Weil gegen Dresden haben wir eigentlich nur, wie soll ich sagen, offensiven Fußball gespielt, aber... Da war auch nicht richtig drin. Dresden war einfach scheiße. Und Hamburg hat uns heute gezeigt, dass sie in der zweiten Liga gehört. Ist das hart? Es ist hart, ja. Es hört sich wirklich so an. Ich meine, hey, Stuttgart gibt's noch, Hamburg gibt's noch, Hannover gibt's noch. Das sind so die Mannschaften. Hannover nicht. Hannover ist scheiße. Alter, Mann. Ja. Ja, aber man muss auch ehrlich sagen, wenn so eine Mannschaft euch 4-0 rauskickt zu Hause, das ist schon aussagekräftig.
Naja, wenn man das so sagt, jetzt würde ich jetzt mal sagen, dass es jetzt aussagekräftig ist, ja. Ich meine, es war der zweite Spieltag. Ist ein 4:0 nicht aussagekräftig? Eben nicht. Es ist der zweite Spieltag, wir müssen uns einstellen und glaub mir, wir werden die Liga noch rocken, Alter. Ich sag's dir, ganz ehrlich, ich bin davon überzeugt, dass wir die Liga rocken. Er meinte, die Abwehr war heute mega kacke. Irgendwas hätte anders aufgestellt werden müssen, ich weiß nicht. Abwehr war kacke, Offensivspiel war scheiße. Es war einfach, das Spiel war einfach kacke. Es war realistisch stehen, es war scheiße. Ja, aber du musst aus so einem Spiel lernen und du musst deine Konsequenzen ziehen. Und ich denke mal, der Club ist reif genug und der Kanadi ist reif genug als Trainer, dass er aus dem Spiel Konsequenzen zieht und einfach die besten Schlüsse zieht. Und wir werden im Sandhausen, wenn wir einen Dreier wiederholen. Das für dich, kann der FCN solche Rückstände wieder aufholen, wenn man jetzt in Zukunft wieder ein 2:0 oder 3:0 gerät? Ist die Qualität da? Weil ich habe das irgendwie gar nicht gesehen. So Chancen waren kaum da. Der 40er Portugiese hat ein paar, 2-3 Schüsse gehabt, aber mehr nicht. Ja, ich finde halt, wenn der Club jetzt noch 2-3 Spieltage hat oder so, dann denke ich, komm jetzt auch wieder in Form. Das ist jetzt der zweite Spieltag so. Ja, ich denke, Sandhausen, hau mal weg, kommt ein Dreier her und ja. Ihr seid geile Fans, ich wünsche euch auf jeden Fall, Alter. Mein, du bist ja kein Klubberer, ja, wie es ausschaut. Ja, ich wünsche, würde ich euch trotzdem... Es ist beim Club das. Ja. Auch wenn wir, wie letztes Jahr, gegen Dortmund verloren haben, gegen Leipzig verloren haben, richtig fett verloren haben, ja, sag ich mal, ja. 7-0, 6-0, ja. Trotzdem waren wir hinter dem Verein gestanden. Egal, auch wenn wir in die zweite Liga auch krachen. Das macht Nürnberg aus. Geil. Wir sind Fans, die stehen auch bei 4:0 Klatsche, stehen wir in der Kurve und feiern die Mannschaft. Es ist einfach so. Ja. Es gehört dazu. Das feiere ich auch. Einfach geile Mannschaft. Das feiere ich auch. Wir sind damit als Kind aufgewachsen. Aber was ich sagen kann ist, Glückwunsch. Ja, jetzt perfekt. Scheiß auf euer Glückwunsch. Perfekt. Nee, Digga, das war... Zu dem verlorenen Kampf. Was? Ihr habt... Ja, nee, bleibt mal da. Ja, bleibt alle da. Das wenn ich davor gesehen habe, ihr wollt ja wieder aufsteigen, ne? Das ist ja mal wir werden wieder aufsteigen. So, jetzt kam Hamburg, auch eine Mannschaft, die aufsteigen möchte und knallt euch 4:0 zu Hause weg. Schon, Alter. Ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Kaufen sie unsere Krücken, Alter, und dann denken sie, jetzt läuft's. Aber wie auch sagen, einer davon spielt. Fotze hat auch noch 2 Vorlagen gegeben, was soll ich dazu sagen? Der Club hat auch ein Tor geschossen, ne? Unser lieber Herr Handwerker. Eigentlich. Ist nicht schlecht, oder? Aber, mit dem 4:0 muss man erstmal natürlich beglückwünschen, dass man auswärts. Ich hätte genau dieses Spiel, ich genau am ersten Spieltag gewünscht, eigentlich gegen Darmstadt. Schade, dass es dort nicht funktioniert hat. Aber jetzt hat es geklappt. Und ich sag, es kommen immer mehr Klubberer. Weil für mich ein 4:0 gegen euch hier, also auswärts für sie zu Hause, für euch, ist schon hart, Alter. Er fliegt in die Emirate. Wir fliegen halt in die Emirate, was soll man da machen, Alter? Ja. Also Hole, Kohle regiert. Ein bisschen Welt, beflügelt, Alter, haben wir uns schon gefühlt nach dem 0-4. Also, es war ein richtig geiler Auswärtssieg, die Kurve hat gebebt. Was habt ihr besser gemacht als im ersten Spiel? Warum hat es gegen Darmstadt nicht geklappt zu Hause und warum jetzt auf einmal auswärts gegen eigentlich eine Mannschaft, die schon stärker ist? Natürlich, Nürnberg ist schon stärker als Darmstadt, aber wir haben sehr kontrolliert von hinten rausgespielt, in den richtigen Momenten auch vielleicht das Quäntchen Glück gehabt. So nennst du das bei 4 Torschüssen, 4 Toren, ne? Und konsequent ein Eigentor. Konsequent heißt es. Finesse ist konsequent. Ja. Glück. Hat der erste FCN überhaupt diese Offensivkraft, die ich eigentlich... Welche Offensivkraft heute habt? Von euch. Haben wir ja nichts gesehen. Ich habe 2 Torschüsse. Ja, sagen wir, also Offensivkraft war beim FC Nürnberg überhaupt nicht vorhanden. Meiner Meinung nach. Und deswegen, man muss einfach so sagen, der HSV hat seit Tore gemacht. Genau. Der Club war nicht in der Lage, nach vorne aufzuspielen. War der HSV in der Lage, nach vorne zu spielen? Oder hat er einfach nur seine Tore gemacht? Halt, stopp. Der HSV war zumindest in der Lage, seine Chancen zu nutzen und die Tore zu machen. Fertig, aus. Genau. Da muss man, was heißt das jetzt für euch, wenn ihr mal in Zukunft wieder so zurückliegt gegen eine Mannschaft? Habt ihr denn überhaupt die Möglichkeit, wieder einfach zurückzukommen? Einfach dran in HSV gibt es einfach dermaßen eine auf den Sack. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Schon prognostiziert. Ich eine Frage an die Nürnberger Fans. War der Sieg verdient? Ja, doch. Also meiner Meinung nach, meiner Meinung nach war er verdient und der Club, der muss einfach dran arbeiten, offensiv. Was, seht ihr euch als Fans auf jeden Fall auch ein Aufsteiger-Kandidat? Natürlich. Ja. Aber ich wollte eigentlich noch mal was fragen. Hängt denn die Uhr eigentlich noch in Hamburg? Nee, die Uhr. Und was ist mit der Hymne? Habt ihr die geändert? Genau, ja. Uhr nicht mehr. Ich hab eigentlich... Ey.
Eigentlich ist das mein letztes Wort. Aber, in diesem Sinne, aber ist es witzig, wenn man 4-0 verliert? Ich will, ich wenn die Hymne nicht mehr steht. Nehmen. Weißt du, wie das läuft? Wir sind Rekordmeister. Ich wie viele Jahre gewesen? 67 Digga, oder Digga, so? Ja. Ich will euch, ich will mal nur sagen, ich will mal nur sagen. Darauf seid ihr aus oder was? Ich will eins sagen. Ist immer so leicht. Ihr habt zwar Kohle, aber laufen tut es trotzdem. Nein, Digga, aber ich muss sagen, guck mal, es sind gerade mal drei Positionen oben. Drei Positionen oben. Genau zu. Genauso wie er zur Niederlage steht, stehe ich nein, zu der nein, pass auf, ich muss zum Auto. Ich wünsche mir noch eins. Pass auf, der HSV ist ein Traditionsverein, der Club ist ein Traditionsverein. Die können beide in die erste Liga und solche Scheißvereine, die Millionen reingebuttert kriegen, wie Leverkusen, Leipzig, die wollen wir hier nicht haben. Wir sind Kult. Paderborn vielleicht, ja, können auch nicht. Aber ganz ehrlich, wir wollen einfach Spaß am Fußball haben. Die haben eine geile Fanmeile und die können daher. Und was da transferpolitisch passiert, hat mit den Fans nichts zu tun. Und das hat einfach dann, was mit der Kackvorstandschaft. Leute, dann lassen wir das Gespräch einfach in den Kommentaren weitergehen. Meiner Meinung nach ist einfach nur, und ich sage es als Ausschussstehender, der, bist du auch ein Club-Fan? Nein, bin ich nicht. Es war, ich muss ab und zu war es ein Grund. Ab und zu kann man so ein. Nee, alles gut. Ab und zu kann man so einen Kick nicht anschauen, weil. Allein das dritte Tor hat mir gezeigt, wie zu spät eure Nummer 4 an diesem Spieler war. Der Typ konnte den Ball annehmen, sich drehen, auf den rechten Fuß legen und dann den Ball reinknallen. Warst du schon mal im Block standen? Es juckt mich doch. Das siehst du nicht, ob die Nummer 4 überhaupt am Ball war. Aber das Spiel hat doch. Aber das ist doch egal. Es geht nur darum, dass ich euch nur sagen möchte: Alter, ein 4-0 ist hart. Man muss schon gucken, wie es weitergeht. Ja, jetzt wollt ihr auch aufsteigen. Es gibt neben HSV noch andere Mannschaften, die gerne oben mitspielen wollen. Aber wir haben erst den zweiten Spieltag. Es sind ja noch genug Spiele, dass wir die Punkte holen. Ja, aber ist das nicht aussagekräftig, sowas? Nein, gar nichts. Mein okay, Gott, jetzt haben wir mal ein Spiel verloren. Ja? Wir haben ja in Dresden ja auch gewonnen. Ja. Sehr knapp. Dann auch Homa hat die Punkte wo ganz anders. Wir holen die Punkte noch und ich danke dir für dein Interview. Ich mache auch gleich jetzt Schluss. Leute, in die Kommentaren, wie gesagt, lasst mich gerne wissen, ob ich falsch liege oder ihr. Das ist halt schön, dass ihr deine Meinung dazu habt. Falsch. Auf jeden Fall, okay. Wir sehen uns nächste Woche schon am Freitag zu einem weiteren. Wir sehen uns zwar hier jedes Wochenende. Jo, Digga, du musst mal, Digga, wo kann man dich finden? Du hast echt tolle Meinung zu dem Spiel gehabt. So sagst du das, ja. Aber ich muss sagen, deine Videos sind geil, ich schau die mir immer an. Ich danke dir, Bruder. Bagatellisierung. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.